3. März 2024, Bürgermeisterwahl in Stahnsdorf. Für das Amt bewerben sich Bernd Albers, BFB, Richard Kiekebusch, CDU, Tina Reich, SPD. Gespannt verfolgten die Kandidaten, deren Mitstreiter und Gäste die Auszählung der Stimmen. Spannend. Ein sehr interessanter Wahlabend. Und ich bin trotzdem total stolz auf dieses Ergebnis. Darf ich euch das sagen? Es ist ein Ergebnis, hinter dem wir uns nicht verstecken müssen. Und meine Arbeit ist hier und heute nicht zu Ende. Wir haben da eine neue Aufgabe. Wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis? Ja, ich freue mich, dass ich nach 15 Jahren Arbeit das Vertrauen von so vielen Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfern erneut gewinnen konnte. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Ich bin dankbar für jeden, der mir sein Vertrauen ausgesprochen hat. Das Wahlergebnis zeigt auch ganz klar, Stahnsdorf will einen Wechsel haben, Stahnsdorf will einen neuen Bürgermeister haben. Und dementsprechend kämpfe ich immer weiter, damit Stahnsdorf bereit für Zukunft ist. Wie sehen Sie der Stichwahl in 14 Tagen entgegen? Von heute an ist der Auftrag, um jeden einzelnen Stahnsdorferinnen und Stahnsdorfer zu werben, um das Vertrauen in sie zu überzeugen, dass ich mit meiner Erfahrung Stahnsdorf am besten sicher durch die nächsten Jahre führen werde. Und gegen welchen Kandidaten ich mich dabei durchsetzen muss, ist zweitrangig. Optimistisch. Ich bin motiviert, dass ich alle Stahnsdorfer immer erreiche, lade alle Stahnsdorfer ein, mich kennenzulernen. Und alle demokratischen Parteien lade ich ein, sich mir anzuschließen und gemeinsam für die Zukunft von Stahnsdorf zu kämpfen. Wir haben jetzt 14 Tage Zeit, alles zu geben und allen Stahnsdorfern die Frage zu stellen, wollen sie weiterhin Chaos und Intransparenz oder wollen sie nochmal nach vorne gehen, wollen sie Stahnsdorf bereit für Zukunft machen, den Wechsel jetzt möglich machen, weil wir haben jetzt die einmalige Chance, dass wir jetzt den Grundstein legen für eine gute Zukunft von Stahnsdorf. Was sind im Fall Ihrer Wahl die ersten 3 Punkte, die es anzupacken gilt? Natürlich warten unsere Feuerwehrleute auf die Fertigstellung der Feuerwehren. Die Lehrerinnen und Schüler der Lindow-Grundschule freuen sich auf ihre voll durchdigitalisierte Schule. Und das sind die beiden Projekte, die fertigzustellen sind. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir die Digitalisierung endlich mal voranbringen. Und da sind ja einige Vorarbeiten geleistet. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das dann auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können. Noch in diesem Jahr, wenn ich das anfügen darf. Ich begrüße die Verwaltung und lade die Verwaltung ein und jeden einzelnen Mitarbeiter, möchte jeden Mitarbeiter in Ruhe kennenlernen. Danach lade ich die Fraktionsvorsitzenden ein mit der Verwaltungsspitze, damit wir die Haushaltsplanung für das nächste Jahr in Angriff nehmen und die Prioritäten für das restliche Jahr absprechen, was wir noch in Angriff nehmen wollen. Und dann die viel wichtigste Sache, die ich innerhalb der ersten Woche gleich machen will, ist die Stelle des Kämmerers endlich unbefristet auszuschreiben, weil das ist dringend notwendig.